Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sabrina, ihr schaut Sabrina's Books and Crafts. Heute, wie man unschwer erkennen kann, gibt es ein Unboxing von mir. Und ich muss erstmal meine Jacke hier zumachen. Und zwar, dieses Päckchen kommt von der Firma. Hier ist sie eingeblendet. Oh, Moment. Moment, diesmal habe ich es wirklich vergessen. Hi, falls du neu bist, schön, dass du mich gefunden hast. Hier unten ist irgendwo der Abonnieren-Knopf. Einmal drauf drücken und damit machst du mir eine riesengroße Freude. Mit der Glocke bekommst du auch noch immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade, was meistens so einmal in der Woche Freitagabend ist. Und hi an alle, die wieder zurückgekommen sind. Ich freue mich, dass du wieder da bist. So, jetzt aber. Also nochmal. Dieses Päckchen, ich habe mich riesig gefreut. Ich habe gerade eben, bin ich sozusagen die Treppe hochgestiefelt und habe das Päckchen in Empfang genommen. Also dieses Päckchen kommt von dieser Firma, VIP Cross Stitch. Ja, was will ich noch dazu sagen? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Falls es einen Rabatt gibt, steht der unten in der Videobeschreibung, irgendwo unten drin. Die Links sind natürlich auch wie immer alle da und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, ich durfte mir es aussuchen und falls ich es noch nicht erwähnt habe, es ist eine Kooperation. Ich durfte mir es aussuchen und das, was ich eigentlich mir ausgesucht hatte, war schon ausverkauft. Habe ich aber gar nicht gesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, also mich hat dieses Bild, dieses, was wir gleich sehen werden, sowieso schon wahnsinnig dolle angesprochen. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden und ich hoffe, dass ich das euch dann präsentieren und zeigen kann, wie hübsch es ist. Und bevor ich hier noch weiter quatsche, wir fangen mal an. Also, ich habe hier schon mal aufgeschnitten, ich habe aber noch nicht reingeguckt. Also, wir fangen mal an. Und wir fangen mal klein an. Tada! Oh, so. Ach, wisst ihr was? Ich pack das hier auch schon mal raus. Da kann ich nämlich diese Knistertüte auf Seite packen. Lesezeichen. Zwei Stück an der Zahl. Oder ist das Vorder- und Rückseite? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Aber hier sind zwei. Also da sind zwei Kordeln dran. Ach, wir packen einfach mal aus und gucken. Also. Vor allem, ich habe nämlich eines schon meiner Mama versprochen, weil sie auch so eine riesengroße Leseratte ist wie ich. Achso, hier innen ist nichts. Also wir haben hier das da. So soll es fertig aussehen. Hier haben wir gleich dann diese, unsere kleine Legende. Super sichtbar, man kann alles super gut lesen. Ast rein. Und oh, was ist denn hier? So. Und wir haben hier einmal ein paar Farben. Alles schön. Ach so, ach Leute, das muss man mir doch auch erklären. So zählt nicht. Also, wir haben hier einmal eins. Ich hoffe, das ist irgendwo gekennzeichnet. Oh, oh, oh. Achso, das ist ja beides dasselbe. Daher ist ja eigentlich wurscht. Nee. Oh, wei, oh, wei. Na, das wird ja ein Spaß. 4 ist gleich, 5 ist gleich. Hm. 5, 6, 7, 8, 9. Seht ihr gerade mein Problem? Hier ist doch die 9, das weiß, und hier ist die 10, das weiß. Jo. Hm. Okay, komm, nochmal für Doofe. Vor allem, woher weiß ich denn was, woher... Ah, okay, Leute, ich habe es nicht gesehen, entschuldigt. Hier ist Pfeilchen nach da, hier ist Pfeilchen nach da. Alles klar, hat sich erledigt.
bin ein bisschen doof heute. Heute ist irgendwie nicht ganz mein Tag. Also auf jeden Fall, es sind sehr schöne Farben. Blau, Weiß, Orange und Grau. In diesen Tönen. Ich knüttel das hier auch gleich mal wieder so drauf. Dann haben wir... Oh oh. Nicht gestempelt. Oh, was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh nein, es ist nicht gestempelt. Ich dachte, es ist gestempelt. Oh Gott. Leute, ihr macht mich fertig. Ach du meine Fresse. Ich habe gedacht, es ist gestempelt. Okay, alles klar. Okay, und was ist das hier? Ach so, zum Einzeichnen. Oh Leute, ihr macht mich jetzt echt fertig. Okay. Ach du meine Güte. Okay, ich werde das jetzt einfach mal stillschweigend hier rüberlegen. Vor allem, ich habe vorhin großkotzig noch meiner Mama erzählt, dass ich sich da ein Lesezeichen aussuchen darf. Und ich habe gedacht, es ist gestempelt. Oh wei, ich habe jetzt voll echt Angst. Ich habe das noch nie gemacht. Vor allem, was mache ich denn damit? Ach du, aber es ist irgendwie so ein Gummizeug, so ein gummiertes irgendwas. Eidewitzka, okay. Okay, wir ignorieren das jetzt gerade mal und fahren wieder runter. Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Oh. Oh Gott, ich bin doch immer so, die immer dreifach kontrolliert. Okay. Kriegen wir hin, gar kein Problem. Oh. Und ich habe mich schon so gefreut. Okay, aber auf jeden Fall. Wir werden das hier jetzt mal auspacken. Ich zupfe das diesmal gleich aus diesem Dings hier raus. Wenn das jetzt auch noch nicht gestempelt ist, dann zweifle ich wirklich schwerstens an mir. Okay, doch, es ist gestempelt. Es ist gestempelt. Habt ihr schon gesehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist wieder so ein Ding. Also es nennt sich Garden Villa. Es hat 60 Farben. Ich halte es mal so. Seht ihr ja nicht so viel. Hui. Okay, und es ist eigentlich ein bisschen kleiner. Moment, ist das richtig rum? Ist das richtig rum? Ja. Also, und habt ihr schon erkannt, wie es aussehen soll? Nein, natürlich nicht. Es soll so aussehen, natürlich ohne die Aufkleberchen. Ich fand das so süß. Es hat mich so ein bisschen so toskanisch erinnert. Nicht, dass ich, glaube ich, jemals in der Toskana war, aber was ich im Fernsehen gesehen habe. Und dann dachte ich mir, ja. Das ist doch ganz hübsch. Kann ich mir vorstellen. So ein bisschen Urlaubsflair. Dann haben wir hier noch die, hoppsala, sozusagen die kleine Broschüre als Legende. Ja. Also man kann alles, hier kann man immer alles super gut erkennen. Das heißt, falls ich hier irgendwas nicht erkennen sollte, hier ist es drauf. Im Normalfall. Und, also jetzt wollte ich mal die Farben ein bisschen genauer angucken. Also ich werde es dann auch wieder so machen. Ich trenne mir die hier natürlich ab, würde ich mal sagen. Dann kann ich nämlich schöner an die Fäden kommen. Es sind wahnsinnig schöne Farben. Also ich meine, man sieht es ja. Ganz doll warme Farben. Viel Grün. So viel Grün hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Aber es ist ja auch eigentlich nur hier unten so viel Grün. Ah, hier das hier noch. Naja. Oh, das wird toll. Dann haben wir... Wir gucken mal. Wir haben eigentlich ganz schöne Zeichen. Die 4 muss man da anscheinend auch stecken. Weil ich dachte, vielleicht ist die jetzt nicht bedruckt. Vielleicht ist die weiß, aber die macht man auch. Das ist nämlich die... Schwarz, natürlich. Weiß ist schwarz. Also ist es ganz süß. Ich glaube, also im Diamond Painting würde ich sagen, es ist ein Snackbild. Aber ich fürchte, beim Sticken ist es nicht ganz so snackig. Aber ich denke, das wird ganz nett.
Also wie gesagt, es sind 60 Farben. Es ist wahnsinnig schön, dass es schon umsäumt ist. Das heißt, ich muss da nichts machen. Ich habe ja auch gelernt, dass so sieht es auch üblicherweise aus. Das heißt, man erkennt nichts oder man kann es erklären, so als würde man ein Foto auf unfassbar viel Kontrast machen und irgendwie ganz merkwürdig bearbeiten, dass es dann so aussehen würde. Aber das ist natürlich dafür da, dass man sehen kann, wo man schon was gestickt hat, was noch frei ist, was noch zu tun ist. Und ja, und wie gesagt, also keine Panik, habe ich jetzt auch einmal durch. Da habe ich aber ganz schön Angst gehabt. Einfach, entschuldigt, wenn ihr fertig seid, in Wasser tunken. Ich habe kein Spüli, keine Seife, kein irgendwas dazu. Ich habe wirklich einfach nur lauwarmes Wasser genommen. Das einmal so reingetunkt und dann sieht man schon, wie wirklich diese Sachen das sich auswaschen. Aber Vorsicht, um Gottes Willen, bitte nicht machen, wenn ihr noch nicht fertig seid. Nicht machen, wenn ihr noch nicht fertig seid. Es ist richtig schön, es ist irgendwie so süß. Ich weiß, sonst habe ich immer meinen ganzen Tisch voll liegen. Aber das ist richtig niedlich. Cool. Eigentlich schön. Eigentlich wirklich schön. Vor allem hier unten ist ein bisschen Color Blocking. Dann das ganze Weiß ist ja auch eine Farbe. Gut, hier unten ist ein bisschen gestreuselt. Hier oben ist eine Farbe. Hier ist alles recht schön. Also ich glaube, die Ecken gehen super schnell. Und die hier unten nicht. Aber okay. Aber oh mein Gott. Seht ihr das? Das da? Das ist ihr Konfetti. Oh mein Gott. Aber es wird wahnsinnig schön, glaube ich. Ich glaube, es wird wirklich hübsch. Ach, ich freue mich. Ich freue mich total. Wow. Wow. Okay. Oh, da habe ich hier die Hälfte wieder vergessen. Das darf natürlich nicht passieren. Was toll, da ist ja fast die Legende größer als. Ach nee, die ist original groß. Nee, nicht ganz. Ja. Leute, ich bin heute irgendwie voll durch den Wind. Ich glaube, nach dem hier bin ich wirklich durch den Wind. Was habe ich mir dabei gedacht? Was habe ich mir dabei gedacht? Und das geht schon raus, oder? Die Farbe geht raus, oder? Ich frage für einen Freund. Okay, also jetzt mal Spaß beiseite. Spaß beiseite. Wahnsinn, was habe ich getan? Okay, falls ihr das Tröten gehört habt, nein, wir haben keinen Elefanten zu Hause. Merkwürdig. Ich verabschiede mich von euch hiermit mit Hilfe. Mit diesem wunderschönen Bild. Also ich freue mich richtig dolle auf dieses Bild. Das packe ich mal auf Seite. Da sind die zwei Nadeln übrigens noch mit dran. Es sind wunderschöne Farben. Hier sind auch natürlich die Nadeln dran. Ich werde euch berichten. Ich weiß noch nicht, wo ich euch mitnehme. Entweder beim Verzweifeln oder beim entspannten Sticken. Mal sehen. Auf jeden Fall, ich denke, ich verabschiede mich heute schon mal von euch. Habt ein wahnsinnig schönes Wochenende. Bevor ich es aber noch vergesse, unten, wie gesagt, unten, links hierzu oder zu den Lesezeichen, je nachdem, Link hierzu. Sonst war nichts dabei. Bekommt ihr alles unten, falls es einen Rabatt gibt, der ist auch unten, daher. Da könnt ihr ja noch mal ein bisschen was sparen. Jetzt aber, habt ein wahnsinnig schönes Wochenende, einen wunderschönen Tag oder wann auch immer ihr natürlich dieses Video schaut. Viel Spaß beim, was auch immer ihr heute vorhabt. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!